Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch und mit deinem. Nimm Platz, bitte. Liebe Schwestern und Brüder, ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem Gottesdienst. Das heutige Evangelium erinnert uns daran, dass wir durch die Taufe Kinder Gottes geworden sind und dass wir auch göttliche Vollmacht, sehr wichtig, göttliche Vollmacht bekommen haben, die bösen Geister zu überwinden. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Weltbeherrscher der Finsternis. Deshalb frage ich euch und frage ich mich auch, vor wem sollten wir Angst haben, wenn Jesus bei uns ist? Vor wem? Wir beten in besonderer Weise mit Familie Merzinger-Traudi für verstorbenen Eltern. Wir schließen auch unsere persönlichen Anliegen in diesem Gottesdienst ein. Ich bete auch und wir beten zusammen für alle, wer unser Gebet versprochen hat. Haben und denen, die unser Gebet benötigen. Besinnen wir uns auf unsere Dienst vor Gott und rufen wir das Erbarmen des Herrn an. Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen, und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch Brüder und Schwestern, für mich zu beten beim Gott unserem. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Erlasse uns die Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Lasset uns beten. Treuer Gott, du liebst die Unschuld und führst den Sünder zu dir zurück. Darum hast du uns aus der Finsternis des Unglaubens befreit und in die Gemeinschaft mit dir aufgenommen. Gib, dass wir dich mit ganzem Herzen suchen und das Licht deiner Wahrheit nie verlieren. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Lesung aus dem Buch Genesis. In jenen Tagen, da ganz Ägypten Hunger hatte, schrie das Volk zum Pharao nach Brot. Der Pharao aber sagte zu den Ägyptern: Geht zu Josef, tut, was er euch sagt. Als die Hungersnot über das ganze Land gekommen war, öffnete Josef alle Speicher und verkaufte Getreide an die Ägypter. Aber der Hunger wurde immer drückender in Ägypten. Auch alle Welt kam nach Ägypten, um bei Josef Getreide zu kaufen. Denn der Hunger wurde immer drückender auf der ganzen Erde. Die Söhne Israels kamen mitten unter anderen, die auch gekommen waren, um Getreide zu kaufen. Denn Hungersnot herrschte in Kanaan. Josef verwaltete das Land. Er war es, der allen Leuten im Land Getreide verkaufte. So kamen Josefs Brüder
und warfen sich vor ihm mit dem Gesicht zur Erde nieder. Als Josef seine Brüder sah, erkannte er sie. Aber er gab sich ihnen nicht zu erkennen, sondern fuhr sie barsch an. Dann ließ er sie für 3 Tage in Haft nehmen. Am 3. Tag sagte Josef zu ihnen: Tut Folgendes, und ihr werdet am Leben bleiben, denn ich fürchte Gott. Wenn ihr ehrliche Leute seid, soll einer von euch Brüdern in dem Gefängnis zurückgehalten werden, in dem ihr in Haft gewesen seid. Ihr anderen aber geht und bringt das gekaufte Getreide heim, um den Hunger eurer Familien zu stillen. Euren jüngsten Bruder aber schafft mir herbei, damit sich eure Worte als wahr erweisen und ihr nicht sterben müsst. So machten sie es. Sie sagten zueinander: Ach ja, wir sind an unserem Bruder schuldig geworden. Wir haben zugesehen, wie er sich um sein Leben ängstigte. Als er uns um Erbarmen anflehte, haben wir nicht auf ihn gehört. Darum ist nun diese Bedrängnis über uns gekommen. Ruben entgegnete ihnen: Habe ich euch nicht gesagt, versündigt euch nicht an dem Kind? Ihr aber habt nicht gehört. Nun wird für sie sein Blut von uns Rechenschaft gefordert. Sie aber ahnten nicht, dass Josef zuhörte, denn er bediente sich im Gespräch mit ihnen eines Dolmetschers. Er wandte sich von ihnen ab und wähnte: Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Wir singen die nächste Strophe. Das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Halleluja, 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 Halleluja. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit rief Jesus seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen die Vollmacht, die unreinen Geister auszutreiben und alle Krankheiten und Leiden zu heilen. Die Namen der 12 Apostel sind: An erster Stelle Simon, genannt Petrus, und sein Bruder Andreas, dann Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und sein Bruder Johannes, Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus, der Zöllner, Jakobus, der Sohn des Alphaeus und Thaddäus, Simon Kananäus und Judas Iskariot, der ihn später
verraten hat. Diese 12 sandte Jesus aus und gebot ihnen: Geht nicht zu den Heiden und betretet keine Stadt der Samariter, sondern geht zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Geht und verkündet, das Himmelreich ist nahe. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Nimm Platz, bitte. Ja, liebe Schwestern und Brüder, ganz kurz, ich möchte noch etwas über diese Vollmacht sagen. Ja, wir haben schon gehört im heutigen Evangelium, wie Jesus die Apostel göttliche Vollmacht gab. Was bedeutet göttliche Vollmacht? Was bedeutet es? Es ist eine Art der Autorität, die göttlich ist, sozusagen. Ganz einfach. Macht, ja, sozusagen, ist eine einseitige Bestimmung oder Willenskraft, Kontrolle über anderen zu beherrschen. Aber Vollmacht oder Autorität, beide gehen zusammen, sind gleich. Vollmacht und Autorität bedeutet die Genehmigung oder die Erlaubnis, solche Macht auszuführen. Wir können jetzt sehen den Unterschied zwischen dieser Macht und Vollmacht. Und in diesem Sinn ist göttliche, nicht nur Vollmacht, sondern göttliche Vollmacht. Wir können sagen, dass es keine Macht gibt ohne ihre Ausführung. Wer seine Macht nicht ausübt, verliert sie. Aber wir sprechen hier über eine Art der Vollmacht, die göttlich ist. Deswegen ist es göttliche Vollmacht genannt worden. Durch die Taufe hat jeder von uns diese göttliche Vollmacht bekommen. Das heißt, dass wir sowohl Macht als auch die Autorität haben, alle Herausforderungen zu überwinden. Deswegen sind wir Christen. Wir haben die Macht. Es gibt Macht. Macht ist ganz anders. Aber Vollmacht oder Autorität ist die Erlaubnis, diese Macht auszuführen. So, wir Christen oder Christinnen haben sowohl Macht und dazu Autorität. Das haben wir bekommen. Alle Herausforderungen, Dämonen auszutreiben, Krankheiten zu heilen. Wir sind Kinder Gottes. Und wirklich sind wir Kinder Gottes. Wirklich. Durch die Taufe. Deswegen habe ich gefragt, oder ich frage, glauben wir daran? Wenn wir daran glauben, dann frage ich euch auch, noch einmal, vor wem sollen wir fürchten oder Angst haben, wenn Gott bei uns ist? Wir haben Autorität, du hast Macht und Autorität, Vollmacht. Um diese göttliche Vollmacht in Tat
zur Wirkung bringen zu können, ist es sehr wichtig, eine Beziehung zu Gott und zu den anderen, zu den Mitmenschen aufzubauen. Das ist auch sehr wichtig für uns alle. Beziehung zu Gott und Beziehung zu den Mitmenschen. Es ist wie der Buchstabe L. Beziehung zu Gott, ich und Gott, dann, wenn ich diese Gnade von Gott bekommen habe, dann kann ich weiter schenken. Und zu den anderen. Dann können wir diese Macht und Autorität ausführen. Wir bitten um Gottes Gnade. Christus ist in unserer Mitte, zu ihm rufen wir. Behüte und stärke alle, die in der Nachfolge der Aposteln wirken, und heile sie, wo sie vom Bösen verletzt sind. Herr, erhöre uns. Herr, erhöre uns. Steh allen bei, die in Leben und Glauben angefochten werden und unsicher geworden sind. Lass sie alle deine Reiche dienen. Herr, erhöre uns. Bewege die Herzen der Menschen, um deine Botschaft durch die Kirche hören und annehmen zu können. Herr, erhöre uns. Lass die Notleidenden durch die Kirche deine Liebe und Fürsorge erfahren. Herr, erhöre uns. Wir beten in den Anliegen, die dieser Feier anvertraut wurden oder die wir still im Herzen tragen. Herr, erhöre uns. Mit der göttlichen Vollmacht, die wir schon durch die Taufe bekommen haben, beten wir für alle, die momentan unser Gebet benötigen. Schließen wir auch unsere persönlichen Anliegen. Wir beten auch für die Heilung aller Kranken, die unter uns sind. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Lasset uns beten. Denn du bist gekommen, um Gottes Friedensfeld unter uns auszubauen. Durch dich preisen wir den Vater in der Einheit des Heiligen Geistes in Ewigkeit. Amen. Lasset uns beten.
Allmächtiger Gott, nimm die Gaben an, die wir nach deinem Willen darbringen. Vollende in uns das Werk der Erlösung und der Heiligung durch die Geheimnisse, die wir zu deiner Verherrlichung feiern. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und deine Grüße zu preisen. Du bedarfst nicht unseres Lobes. Es ist ein Geschenk deiner Gnade, dass wir dir danken. Unser Lobpreis kann deine Grüße nicht mehren, doch uns bringt ihr Segen und Heil durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn ruhmen wir jetzt und in Ewigkeit dein Erbarmen und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, heilig, heilig ist der Herr, heilig, 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 heilig ist der Herr. Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Meinen Tod, oh Herr, verkünde mir, und deine Auferstehung leiste mir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deine Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Manfred und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen,
die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke aller unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Besonders beten wir für verstorbenen Eltern von Familie Merzinger, Traudi. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen, vom Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das Ich-Geleben zu deiner Würde der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit heiligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, vom Anbeginn der Welt, das werde ich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist der Gott allmächtige Vater in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit. Amen. Lasset uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch und mit deinem Geist. Gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Lamm Gottes, du nimmst den Weg die Sünde der Welt. Erbarme dich. Lamm Gottes, du nimmst den Weg die Sünde der Welt. Erbarme dich. Lamm Gottes, du nimmst den Weg die Sünde der Welt. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du mein Gesicht unter mein Leib, aber sprich mir ein Wort, so wird mein Seele gesund. Kostet und seht, wie gut der Herr ist. Amen.
kostet und seht, wie gütig der Herr ist. Selig der Mensch, der bei ihm seine Zuflucht nimmt. Lasset uns beten. Gütiger Gott, du schenkst uns Anteil an deinem Sakrament. Gib, dass wir das heilige Brot nicht nur mit dem Mund empfangen, sondern ganz von seiner Kraft durchdrungen werden, so dass wir wahrhaft aus deiner Gnade leben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Ich wünsche euch alle einen schönen Abend und auch, ja, und ich werde auch sagen, schlaf gut in Gottes Frieden. Das würde ich sagen. Habe einen schönen Abend und guten Ausgang oder gute Erwartung im neuen Tag wünsche ich euch alle. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geist. Ich segne und behüte und begleite euch, der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gehet hin in Frieden. Dank sei Gott dem Herrn.